Aber erklär nochmal bitte, wie das war mit dem Unfall von Schilbin. Dafür musst du es nochmal ganz erzählen. Ja, der Schilbin-Neuf-Unfall war natürlich ein Zusammenspiel von tragischen Misseinschätzungen. Und es war wirklich sehr, sehr schwierig, damit auch umzugehen über die Jahre, weil wir gut befreundet waren und so weiter. Wir fuhren, das war Qualifying natürlich, und wir hatten diese Reifen, die gut waren für eine schnelle Runde und nicht zwei. Wenn du ganz langsam gefahren bist, dann hast du nochmal abkühlen lassen, dann konntest du vielleicht nochmal probieren, aber die war selten schneller oder eigentlich nie zu der Zeit. Und der Gilles wollte unbedingt noch eine schnelle Runde fahren, obwohl er schon eine gefahren war. Und vielleicht sich auch diese Abkühlrunde schon hinter sich hatte und wollte dann eben versuchen, den Pironi zu schlagen, der vor ihm war noch. Und das war immer so ein Kampf natürlich im Team. Naja gut, also ich sah ihn kommen hinten, ich war den Hügel hochgefahren schon und schaute im Rückspiegel links, sah ich ihn kommen und fuhr nach rechts rüber. Ich fuhr in der Mitte gefahren, um noch schnell Platz machen zu können. Nach rechts, weil links war die schnelle Spur. Aber er wollte noch rechts vorbei, weil er sich nicht sicher war, ob ich nicht doch nach links fahre. Und er fuhr mir über die Räder und das waren zwei weiche Hüpfe bei mir. Es fiel gar nicht groß auf. Und er landete auf dem Hinterrad und dann auf dem Vorderrad und flog dann durch die Luft. Und ich dachte mir, mein Gott, du hast da noch nicht dran gedacht, dass er dabei ums Leben kommt. Und dann hat er sich so fürchterlich überschlagen und hinter die Leitplanke wieder zurück. Und dann hat er den Helm verloren. Und dann hat sie ihn rausgerissen aus dem Auto mit der ganzen Rückplatte des Cockpits. Und das war das dünne Aluminium, das war also eigentlich nicht adäquat, um den Sitzen alles zu halten bei solchen Sachen. Und er flog dann über die Straße mit seinem Sitz noch und rutschte dann drüben in die Fangzäune. Es war alles vor mir, weil ich bremste natürlich und es passierte alles so neben mir. Ich bin dann sofort ausgestiegen und rannte rüber und sah in seine großen Augen und dachte mir, schrecklich. Ich wusste, er hat ein gebrochenes Genick und er war noch nicht tot, aber war natürlich schon, und die haben dann nachts die Maschinen abgestellt. Und das waren so Sachen, ich kannte die Familie und die Kinder und hin und her, und wir waren dann befreundet in Monaco, checkte er und wir wohnten also relativ nah beieinander, und es war fürchterlich. Und da hatte ich natürlich dann auch schon in mir das Gefühl, dass das eigentlich den Rennsport so langsam zum Ende bringen wird. Und ich bin dann noch gefahren am nächsten Tag. Aus Prinzip schon, weil natürlich die einen sagten, du bist schuld, natürlich Kanadier sowieso. Und die anderen, die haben gesagt, Jochen, da kannst du gar nichts für, weil. Ne? Und aber du weißt selbst, dass du beteiligt warst. Nicht unbedingt schuld am Ausgang, aber du warst beteiligt. Und ich hätte vielleicht ein Zeichen geben sollen oder müssen, dass er links vorbeifährt. Naja, aber das war zu spät, er kam viel zu schnell an da hinten und ich war zu langsam. Naja, das war also, ich bin dann noch gefahren, fiel genau an der Stelle aus am nächsten Tag mit dem Motorschaden und hatte dann Muse und guckte mir das nochmal alles so an und sah die ganzen Bilder nochmal, die mir so durch den Kopf gingen. Das war nicht gut. Und das bringt dir natürlich den Rennsport nicht unbedingt näher. Also das war schon der Anfang vom Ende. Kannst du den Unfallhergang von Villeneuve noch mal kurz schildern? Der war da hinten reingefahren. Ja, es gab damals auch diese ungute Reifensituation mit den Qualifiers. Die waren gut für eine schnelle Runde. Du musstest langsam warm fahren, die erste Warmfahrrunde. Und dann hattest du eine Runde, wo du richtig eine gute Zeit hinlegen konntest. Und dann musstest du es wieder langsam angehen lassen, dass du zurückkamst an die Box. Und und ich war auf dem Rückweg zur Box. Also fuhr nicht mehr schnell, hatte Blasen überall auf dem Reifen. Und dann sah ich im linken Spiegel, sah ich den Ferrari kommen hinten. Und ich fuhr schon in der Mitte über diese Kuppe und bin ein bisschen nach rechts gefahren, weil links war die schnelle Spur, wo jeder fuhr. Und er dachte aber, na, vielleicht fahre ich doch nach links und wollte noch rechts vorbei. Was für ihn sowieso schlecht gewesen wäre, weil von der Zeit her hätte sich alles kaputt gemacht. Dann fuhr er mir übers Rad, also hinten an mein Hinterrad, wurde dann hochkatapultiert und dann auf dem Vorderrad nochmal kurz gelandet. Es waren zwei weiche Schläge, die ich so spürte und natürlich sah, was Auto, wie es so rüberkam. Und dachte mir, mein Gott, und dann
ist er eben gelandet und hat sich überschlagen, viele Male hinter die Leitplanke wieder zurück. Und das war, also wurde rausgerissen mit der ganzen, mit dem Sitz, mit der Rückplatte von seinem Cockpit. Es war relativ dünnes Aluminium. Und er flog dann über die Straße rüber, gegen Dings, also ohne Helm schon, und gegen die Pfosten von diesen Fangzäunen. Und ich habe dann natürlich angehalten, rannte rüber und sah seine großen Augen. Und ich wusste genau, der Mann ist leider nicht mehr unter uns. Ne? Genickbruch und schrecklich, aber naja. Ich habe die Balaklava so vorsichtig runtergezogen. Und ja, das, da kamen dann die Ärzte, da kamen die Helfer so langsam. Aber da kamen andere Fahrer, die hielten alle kurz an, stiegen aus, guckten und sprangen sofort ins Auto und fuhren wieder weg. Klar, was sollen sie da machen? Und die konnten damit auch, der Eddie Cheever ganz besonders, die konnten damit auch nicht richtig umgehen. Konnten viele nicht. Sag mal eben, du hast im Gilles Villeneuve die Maske abgezogen, oder wie war das? Ja, die Balaklava habe ich dann so vom Kopf langsam runtergetan. Und hier voller Dreck war und Zeug. Und, ja gut, ich meine, das sind jetzt so Sachen am Rande, die haben auch keinen Einfluss auf irgendwas. Und dann kamen natürlich die Vorwürfe, die man sich macht, weil man eben dabei war bei dem Unfall. Und letztlich, ich dachte dann, na gut, ich hätte ihm unbedingt zeigen sollen, vielleicht links zu fahren oder irgend sowas. Aber das ging alles so schnell. Ich sah ihn und da kam er an und ich fuhr ja nicht schnell. Naja, und bin dann am nächsten Tag noch gefahren, fuhr dann das Rennen und blieb genau an der Stelle liegen mit Motorschaden. Und war schon seltsam, weil ich saß dann da und guckte dann genau an der Stelle drüben in die Fangzäune, in die ganze, ja, in die Szene mit den Leitplanken, die immer noch Spuren davon hatten. Naja, und das waren dann die eigentlich die sehr unerfreulichen und sehr strengen Momente im Leben eines Formelfahrers, Formel-1-Fahrers oder Rennfahrers. Und das war also, das brachte mir das Ganze natürlich nicht näher.